Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder. Und immer wenn ich auf Bild runter drücke, was mein Aufnahmeknopf ist, drückt ihr da von Sammelbares auf Tutorial und rum ist das hier so ein bisschen. Ich könnte es euch jetzt nochmal zeigen, aber dann würde natürlich die Aufnahme abbrechen. Ja, ein bisschen doof. Stattdessen machen wir einfach da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich habe das Gefühl, wir werden beschossen. Und von dem da und oh, wir sind aber etliche, von dem wir beschossen werden. Vielleicht sollten wir uns erstmal hier eine andere Waffe anschaffen. Und dann hier endlich mal irgendwo. So, okay, den haben wir. Boah, wir sind gleich tot. Was ist das? Aua. Wir sind tot. Das geht ja prima los in der Folge. Wo kam denn der Köter jetzt her? Ich habe das Gefühl, solange ich mich hier unten befinde. Und vor allem schleiche, sieht mich keiner. Ich weiß gerade nur nicht so recht, wo ich hin muss. Okay, der ist tot. Wo müssen wir denn lang? Okay, wir wurden entdeckt. Jetzt die Frage, kommt gleich wieder irgendwo so ein scheiß Köter angerannt? Was macht das Ding hier mit den Kugeln und wo kriege ich Codes her? Fragen über Fragen. Hier sind zumindest Bilder von einer Rakete obendrauf. Sehr gut, ich glaube, wir müssen hier lang. Mach bitte das Tor zu. Sehr gut, okay, Hund abgehalten. Oder Hund ist gar nicht erst gekommen. Wo auch immer der herkam, auf einmal. Im Kommandomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. Dekontaminationsblock D7 haben wir freigeschaltet. Sieht so aus. Ja, schon. Da ist Gesundheit, brauchen wir aber prinzipiell nicht unbedingt. Wo lang? Da rein? Oben drumrum irgendwo hin?
Okay, hier schon mal nicht rein. Und der da sieht auch... Die sehen auch alle nicht so freundlich aus. Meine gut, wir haben immerhin unser Laserkraftwerk. Nee. Das ist nur eine Steuerkonsole. Projekt Venus. Klingt ein bisschen schlüpfrig. Kommen wir da rein? Müssen wir überhaupt hier lang? Wahrscheinlich. Okay, eventuell müssen wir zu Block, zum Projekt Venus. Ach okay, das ist... Der Rest, da geht's nicht lang. Gut, wir müssen definitiv zum Projekt Venus. Weil woanders kommen wir nicht lang. Ist ja doch sehr linear. Hätten sie wenigstens das kreisrunde Ding hier zu Ende machen können. Muss diese Entschlüsselungscodes finden und dann weg von diesem öden Ort. Ja, da war gerade ein Speicherpunkt, aber jetzt nach 6,5 Minuten ist vielleicht ein bisschen früh zum Aufhören. Okay. Oh. So langsam geht uns die Munition für unsere tollen Stealth-Kills aus. Hier ist auch gerade niemand. Zwischensequenz. Okay. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscodes aus. Sie haben es geschafft, Blazkowicz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Er wird dich nach Berlin zurückbringen, wenn du gelandet bist. Sicherheitsverstoß. Sicherheitsvorstoß Stufe Alpha klingt erstmal ungesund für uns. Ach ja, wir können hier. Hat dort, immerhin hat er die Klappe zugemacht. Wir können hier scheinbar. Ja, das hattest du doch gerade schon gesagt. Oh, noch ein Tagebucheintrag. Ich sollte weiterkämpfen. Aber gegen wen nur? Hier gehören jetzt alle zum Regime. Oder sie tun wenigstens so. Ich vermag es nicht mehr zu unterscheiden. Tja. Dann kämpft man halt gegen alle, wenn man so ganz alleine ist und so. Ich dachte, ich hätte was gehört. Aber das sieht doch so aus, als könnte ich hier unten Ärger bekommen. Ah, wobei, wir noch sind wir in Wartungsdingern. Da ist direkt nochmal ein Speicherpunkt. Das hier oben ist wahrscheinlich nicht mehr Wartungsdings. Nun zur Matsch schon. Na also. Ach, ich will immer auf R nachladen. Na, direkt das Ding mal aufladen. Ja, wir haben es doch jetzt verstanden. Alpha, mein Gott. Die kann ja aber auch nerven. Wo geht denn das jetzt hier raus? Na, da wahrscheinlich nicht. Da hätte ich mich auch vorbeischleichen können an den. Okay, da auch nicht. Ach, da. Na, das war ja jetzt auch. Habe ich mich auch schön blöd angestellt, oder? Oh ja, einmal auf Brenner.
Wechseln. Nochmal laden. Okay. Hatte sich schon regeneriert, bevor wir so weit waren. Boah, jetzt komme ich auch noch nicht durch. Naja, jetzt habe ich auch sehr klein geschnitten, das Loch. So ist vielleicht besser. Noch ein Speicherpunkt. Ich will vom Mond weg. Das schreit doch geradezu nach einem Kopfschuss. Auf den er nicht reagiert. Okay, der ist tot, aber nicht zermatscht. Der hat ein paar Probleme mit seinem Kopf, würde ich behaupten. So, Problem gelöst. Da sind wir ja Freund und Helfer. Auch bei den Nicht-Nazis hier. In solchen Momenten muss man die Leute unterstützen. Ich habe das Gefühl, wir müssen da raus. Wir schauen uns aber hier vorher nochmal um. Geheim. Das könnte man natürlich mitnehmen, wenn man Wert drauf legen würde. Aber man muss ja nicht alles, was hier heim ist, einsammeln. Es reicht ja, wir haben jetzt hier Atomraketencodes. Weitere Geheimnisse werden total überbewertet. Oh, noch ein... Ja. Totenkopfsmänner besuchen die Klinik hin und wieder. Sie nehmen Menschen mit, die ich seit Jahren betreue. Ich schaue weg. Ich hasse sie. Ich hasse mich selbst, weil ich aufgebe. Aber ich kann nicht mehr allein kämpfen. Ich beobachte den Mann mit den Narben. Ich flüstere ihm Dinge zu. Manchmal kann ich sehen, dass ein Teil von ihm wach ist. Ob er mich sehen kann. Ich lasse nicht zu, dass sie ihn mitnehmen. Das ist der letzte Eintrag, William. Einige der Dinge in diesem Tagebuch sind lange her. Und manche könnten mir passiert sein. Ich vermisse dich. Ich habe dich schon vermisst, bevor ich dich überhaupt kannte. Ja, das klingt jetzt weit hergeholt. Tragische Liebesstory, während wir kämpfen uns so durch eine Mondbasis und die... erzählt uns Geschichten von ihrer Oma und wie sehr verliebt sie doch in uns ist. Ja, das ist so ein Offlad-Ding, das braucht man nicht. Mein Gott. So ist doch gut. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, hier in der Mitte runter zu gehen. Am Rand hat man noch ein bisschen mehr Deckung, aber... Ah, ne, sieht... Ja, irgendwie haben sie das hier frisch und belebend. Eisenbier. Natürlich, das hat ja Zweiter Weltkrieg, muss was mit Eisen zu tun haben. So wie der Eisenpfeil. Gibt's halt auch Eisenbier. Mein Gott. Der trifft nicht, wir scheinen zu treffen, aber er ist wahrscheinlich unsterblich. Nein, doch nicht. Jetzt die Frage, wie viele hier noch kommen, hier hinter uns. Uns geht gleich die Munition aus. Uns ist die Munition ausgegangen. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Hier kann man noch Medipack mitnehmen. Und damit reisen wir jetzt bestimmt weg. Solange wir noch Luft haben.
Zug. Fahr schneller, bitte. Da ist was kaputt. Wir kriegen sonst Luftprobleme. Wollt ihr mich verarschen? Da hinten ist ein Loch drinne. Und ich soll jetzt hier durch den Notausgang raus. Und schon ist die Munition wieder ausgegangen. Den Hammer. Schnelles Nachladen. Nochmal freie schalten. Wir gucken einfach mal. Vorteile. Wo ist es denn? Erhöht die Geschwindigkeit beim Nachladen von Waffen. Getötet durch Sturmgewehr, Pistole und Scharfschütze. Haben wir jetzt hier einiges freie schalten. Hier muss noch einiges... Aus der Deckung mit der Pistole getötet, nur 5. Aus Deckung mit dem Sturmgewehr getötet, primärer Modus, nur 16. Hm. Wir benutzen zu wenig Deckung, habe ich das Gefühl? Wir sind noch nicht taktisch genug. Hast du noch Strom? Ein kleines bisschen nur, etwas mehr Strom. MGs hier werden natürlich nicht mit Strom schießen. Aber, das sind nun mal Batteriesymbole. Ist das Ding wieder voll? Nein, aber auf dem besten Weg dahin. Warte noch kurz mit aufmachen, hier ist noch ein Batteriesymbol. Nachher voll, sehr gut. Hier könnte man auch nochmal, wenn man denn wollte. Aber von, ich bin doch erst für so eine... nicht funktionierende Rolltreppe runter. Bleib stehen. Das Ding ist schon wieder leer hier. Scheiße hier. Mach nochmal voll das Ding. Oh, Rüstung. Das ist gut, die kommt quasi gerade richtig. Ich weiß, ich habe da beim letzten Mal was übersehen. Hier haben wir noch ein bisschen Gesundheit. Ah, das sind Maschinensoldaten. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück hier. Hat jetzt nicht so taktisch geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wie viele Warnungen gibt's denn noch? Ich meine, wir sind ja fast draußen, so ist es ja nicht, aber... Ich hätte es nur gern gewusst. Hier ist noch Gesundheit. Ah, da ist noch einer. Ich glaube ja nicht, dass irgendwas Schlimmes passieren wird, solange wir hier noch drinne sind. Darum lade ich hier erstmal in Ruhe nochmal alles nach. So. Okay, diesmal waren wir auch auf der Seite. Wir sind natürlich auch zur falschen Seite rausgegangen. Wo sind die hingelaufen? Hm. Nun gut. Hallo? Ich wechsle die Position!
Haben wir da mal nichts mehr zum Schießen. Zurück zur Erde. Das sieht nach Shuttle aus, da drüben sieht es nach Treppe aus. Hangarbucht freigeschaltet. Wie steige ich denn hier ein? Ups, Problem, gleich zwei davon, wollt ihr mich verarschen oder wie? Lea! Level beenden. Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße. Ja, immer wieder mit dem Messer. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Kann ich mir nicht vorstellen. 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. War ja jetzt gerade ein Speicherpunkt. Ich hoffe es einfach mal, weil an der Stelle muss ich jetzt einfach Schluss machen. Folge ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Weg da, Roboter, beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich beende jetzt hier, weil wir sind wahrscheinlich gleich tot oder sowas. Oder auch nicht. Ja. Ich glaube, wir sind tot. Drücke E zum Fortfahren. Ja, und da ist auch ein Speicherpunkt. Muss ich jetzt loslaufen? Egal. Wie gesagt, hier bei dem Absturz, ja, da muss man laufen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.